Herzlich willkommen zur Hessenschau. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Im Winter unter der eiskalten Dusche zu stehen, das ist keine schöne Vorstellung, erleben aber jetzt schon Leute aus Wetzlar, weil die Wärme vorher schon entweicht. Der Fernwärmeanbieter hat sehr große Probleme. Ja, und dieser Mann pendelt zur Arbeit, und zwar zu Fuß, jeden Tag 18 Kilometer. Was ihn antreibt, das verrät er uns gleich. Und heute ist das doch ein wunderschöner, goldener Herbsttag gewesen. Viele hat es einfach rausgezogen. Ich war heute auch spazieren im wunderschönen Sinai-Park. Ja, und diejenigen, die keine Zeit hatten, die hatten vielleicht dann doch so einen schönen Ausblick nach draußen. Fast wie ein Urlaubstag, haben sich einige gedacht und prompt die Gelegenheit genutzt. Der Sommerurlaub geht in die zweite Runde. Am nordhessischen Twistesee liegt ein Hauch von Strandfeeling in der Luft. Kein Wunder also, dass dieser Campingplatz immer noch zu einem Drittel belegt ist. Bei uns fängt die Campingsaison erst an. Weil im Sommer, wenn es heiß ist, sitzen wir zu Hause. Da brauchen wir nicht in der glühenden Karre zu sitzen. Das Wetter spielt hier auch mit dieses Jahr und es ist einfach herrlich. Man kann es nicht besser beschreiben, man sieht es doch auch. Die strahlen ja richtig. Ja. Nicht nur die Camping, auch die Eissaison geht diesen Oktober in die Verlängerung. Hier im Frankfurter Nordend wird fleißig geschleckt. Gedanken zum goldenen Herbst, selbst bei den Kleinsten. Ich würde sagen, ziemlich gutes Wetter für Herbst. Nicht zu kalt, nicht zu warm. Genau richtig. Also ich habe mich für die entschieden, weil Spaghetti-Eis, das esse ich halt besonders gerne. Und ich habe noch nie ein Eisgeschäft gesehen, wo es das gibt, als Kugel. Ich habe immer nur als große Portion gesehen. Also habe ich das jetzt einfach mal genommen. Und du, was hast du für ein Eis? Cookie. Doch welche Sorte passt eigentlich besonders gut zum Herbst? Nachfrage bei einer Eisverkäuferin. Wir hatten dieses Jahr, auch schon seit letztes Jahr, Pistazien Deluxe. Das ging rein wie eine Bombe. Haben Sie denn auch Kastanieneis eigentlich? Also ich will jetzt nichts Falsches sagen. Bin ich mir nicht sicher, dass wir es vielleicht einmal hatten. Aber wer Kastanien sucht, sollte sowieso lieber in den Park gehen. Naja, die Kita hat jetzt heute um 12:30 schon zu. Und jetzt sind wir auf dem Spielplatz und eigentlich sollte sie schlafen. Es hat nicht ganz geklappt. Und deshalb sind wir jetzt hier und sammeln Kastanien. Und schlafen kann man ja noch im Winter. Kastanientiere bauen macht da viel mehr Spaß. Noch ein paar Beine reinmachen? Nein, nein. Nein, was möchtest du bauen? Eins und zwei. Wir haben auch vor unserem Haus drei ganz große Kastanienbäume, und die ordentlich auch runtergebrettert sind. Und da haben wir schon eimerweise geschaufelt und gesammelt. Viele Kastanien, viel Sonne, viel gute Laune. Der Start in den Herbst kann genauso weitergehen. Ja, das finde ich auch. Eiskalt duschen. Ja, wir denken mit Horror an dieses Szenario, wenn wir Energie sparen wollen im Winter oder wenn irgendwann das Gas komplett ausgeht. Eiskalt duschen, das müssen aber einige Wetzlar jetzt schon. Und das hat wirklich nichts mit dieser Energiekrise zu tun und auch nicht mit Gasmangel. Das liegt daran, dass der Fernwärmeanbieter es einfach nicht auf die Reihe bekommt. Leitungen sind marode, die Wärme entweicht schon viel früher. Und das ist für die Leute dort ziemlich blöd. Wer morgens unterwegs ist, dem fällt es auf. Heißer Dampf. Hier verpufft viel Wärme. Dafür fehlt es in vielen Häusern im Stadtteil Westend von Wetzlar. Das unterirdische Netz ist wohl marode, erklärt der Umweltdezernent. Wenn irgendwo ein Leck ist, quasi Wasser austritt und verdampft, und dann sucht sich halt dieser Dampf seinen Weg und zeigt sich an solchen Schachtdeckeln. Die Fernwärmeversorgung ist hier nicht nur gestört, sondern gar nicht mehr vorhanden. Kein warmes Wasser, keine Heizung, und das seit Monaten. Mindestens 26 Häuser sind betroffen und über 70 Einwohner. Michael Becker ist sehr verärgert. Er zeigt uns sein Haus. Am Anschluss des privaten Energieversorgers tut sich seit langem nichts mehr. Das geht schon seit Juli so, und die Not macht erfinderisch. Die Lösung ist, einfach ins Fitnesscenter zu gehen, ins Gym zu gehen und da zu duschen. Also dreimal die Woche wird trainiert, wurde auch früher gemacht, nur ich habe immer zu Hause geduscht. Das kann ich jetzt nicht und freue mich auf die heiße Dusche im Fitnesscenter.
Bis es zu Hause wieder geht, könnte es dauern. Sein Sohn beobachtet, dass die Lecks wohl immer mehr werden. Anfangs dampfte nur ein Gulli. Damals war es der eine hier beim Nachbarschaftszentrum, mittlerweile auch bei der Fun-Sporthalle. 2, 3 Gullideckel auch noch. Also es sind an die 4, 5 Gullideckel, die konstant rauchen, ja. Die Anwohner sind verzweifelt. Der Energieversorger EAB rühre sich seit Wochen nicht. Im Internet kommt man auch nicht weiter. Telefonisch räumt die Eigentümerin dem HR gegenüber ein Leck irgendwo im Leitungssystem ein. Unklar aber, wo es ist. Man hoffe, es bald zu finden. Die Stadt ist aber skeptisch, dass das Problem bald behoben wird und hat jetzt einen Anwalt beauftragt. Seit einigen Jahren gibt es aber Probleme mit der EAB. Das geht von Abrechnungen, die falsch gestellt werden, die gar nicht gestellt werden, bis immer wieder Probleme im Netz. Aber das, was wir in diesem Jahr haben, hat eine neue Dimension. Oft hätten die Kunden gar keine Alternative, so die Stadt. Und Fernwärmeanbieter werden nicht reguliert. Das macht Betroffene fassungslos. Das Groteske an der ganzen Geschichte ist, dass wir mitten in Europa keine Behörde haben, die so einem Prozess den Garaus machen können. Wie kann eine Zwei-Mann-Firma einfach ein ganzes Viertel 60 Tage ohne heißes Wasser lassen? Eine Kontrolle wie bei Gas und Strom durch die Bundesnetzagentur, die über Preise und Versorgung wacht, gibt es bei Fernwärme tatsächlich so nicht. Verbraucherzentralen kritisieren das seit Jahren. Wetzlar bereitet für den Notfall indes mobile Duschcontainer ähnlich diesem vor. Und dem Nachbarschaftszentrum nebenan wird für den Winter bald eine Wärmeinsel mit Heizlüftern aufgebaut. Anwohner können sich hier dann aufwärmen und vielleicht auch ein bisschen Dampf ablassen. Da kann man verstehen, dass diese Wetzlar sauer sind. Jetzt kommen wir zu dem großen Thema, das uns beschäftigt. Wegen der Energiekrise wollen die hessischen Finanzämter uns Bürgern und Bürgerinnen entgegenkommen. Jetzt kommen die Nachrichten mit dir, Martin. Finanzminister Michael Boddenberg sagte, wegen der zusätzlichen Belastungen wären nach Prüfungen im Einzelfall zum Beispiel die Herabsetzung von Vorauszahlungen zur Einkommens-, Körperschafts- oder Gewerbesteuer möglich oder Stundungen von Steuerzahlungen oder auch Vollstreckungsaufschübe. Auf diese Hilfen haben sich die Bundesländer mit dem Bund verständigt. In Gießen haben am Nachmittag etwa 700 Unterstützer des Regimes in Eritrea demonstriert. Die Innenstadt war wegen der Veranstaltung gesperrt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, um mögliche Auseinandersetzungen zu verhindern. Anlass für die Demonstration ist die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung im Rathaus an diesem Abend. Dort sind die gewalttätigen Proteste beim Eritrea-Konzert im August noch einmal Thema. Randalierer einer Demo von Regimekritikern hatten während des Konzerts mit Stöcken, Eisenstangen und Messern Helfer und Besucher angegriffen und zum Teil verletzt. An der S-Bahn-Station Hauptwache in Frankfurt ist heute eine Leiche gefunden worden. Mitarbeiter der Bahn fanden den leblosen Mann am Morgen. Laut Polizei handelt es sich dabei um einen 29-Jährigen aus Frankfurt. Wie der Mann zu Tode kam, ist noch unbekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Das Bauprojekt Knoten Frankfurt Stadion ist eines der größten der Deutschen Bahn in Hessen und soll vielen Pendelnden den Weg zur Arbeit leichter machen. Heute war symbolischer Spatenstich für die nächste Bauphase. Durch das Bahnprojekt können S-Bahnen und Fern- und Regionalverkehr in Zukunft getrennt voneinander fahren. In einem dreistufigen Vorhaben sollen Zulaufstrecken zum Frankfurter Hauptbahnhof ausgebaut und Engpässe beseitigt werden. Dadurch soll es auch bundesweit zu weniger Verspätungen kommen. Textsicher und laut, das sind die Fans der No Angels. Beim Konzert der Kult-Girl-Group gestern Abend in Frankfurt gab es ohrenbetäubenden Beifall, strahlende Gesichter und Nostalgie pur. Bei ihrer Celebration-Jubiläumstour hat die Band auf ein aufwendiges Bühnenbild verzichtet, dafür gemeinsame Tanzchoreografien zu bewährten Klassikern im Gepäck. Auf dem Programm der 4 Sängerinnen, 2 davon aus Frankfurt, stehen vor allem alte Songs neu interpretiert von ihrem Jubiläumsalbum 20, die beim Publikum für pure Nostalgie sorgten. Ja, und das war's von den Kurznachrichten. Weiter geht's mit dir, Christine.
Tja, mit einem großen Streit in Nordhessens Metropole. In Kassel ist ja die drittgrößte Stadt in Hessen. Und dort zerlegt sich gerade die SPD. Der SPD-Oberbürgermeister ist komplett zerstritten mit seiner eigenen Partei. Und die gegenseitigen Vorwürfe, die werden immer lauter. Nun möchte der SPD-Oberbürgermeister bei der nächsten Wahl gar nicht mehr als SPD-Kandidat antreten, sondern unabhängig. Und dafür wirft aber jetzt eine SPD-Frau ihren Hut in den Ring, um gegen ihn zu kandidieren. So mancher Bürger staunt und die SPD-Basis ist wirklich geschockt. Sowas wie jetzt, das habe ich in über 30 Jahren aktiver Arbeit hier in der Kasseler SPD nicht erlebt. Sicherlich ist Christian Geselle auch ein Mensch, der emotional sein kann. Jetzt kann es auch so aussehen, dass man die SPD oder dass sich die SPD selbst für Jahrzehnte aus dem Spiel nimmt. Die SPD und die Stadt Kassel. Das gehörte lange Zeit zusammen wie Pech und Schwefel. Nicht wenige Genossen reiben sich die Augen. Ein sozialdemokratischer Oberbürgermeister, der nicht mehr für die Partei antreten will. Und der nächste Streit steht vor der Tür. Stellt man nun einen eigenen Kandidaten auf? Stefan Trömer hält nichts davon. Erstmal verringern wir ja unsere Chancen bei dieser Wahl, weil tatsächlich es gibt eine Stimmenaufteilung. Das heißt, man mindert die Chancen der eigenen, übrigens beiden Kandidaten, ne, grundsätzlich. Das ist dummes Zeug. Aber wenn ich jetzt die Wahl habe, für einen Kandidaten mich zu entscheiden, der Christian Geselle heißt, der auch eine gewisse positive Bilanz vorzuweisen hat, und einer Kandidatin, die jetzt da komplett neu ins Rennen geworfen wird, dann ist für mich klar, was ich mache. Er will Christian Geselle unterstützen. Der hatte im Richtungsstreit mit seiner Partei einen offenen Brief geschrieben, darin eine Koalition mit der CDU gefordert und obendrein den Rücktritt des Parteivorsitzenden und der Fraktionsvorsitzenden. Sonst werde er nicht für die SPD an den Start gehen. Reinhard Wintersberger findet es falsch, weiter an Christian Geselle festzuhalten. Er ist Sozialdemokrat und wir können da noch gemeinsame Politik mit ihm machen. Dann darf er nicht sagen, ich wende mich von euch ab, weil ihr meine unerfüllbaren und auch letztlich unsinnigen Forderungen nicht erfüllt. Wenn wir das jetzt so machen, dann nimmt er uns, falls er gewählt wird, überhaupt nicht mehr ernst. Das ist nicht immer der Weg, den alle mögen, also den alle so lieb haben. Er ist jetzt nicht unbedingt die Person zum Liebhaben, wenn es auch mal um Streiten geht, um irgendwelche Streitpunkte geht. Aber er ist dann einer, der dann auch den Weg zeigt. Die Partei aber beschloss, diesen Weg nicht mitzugehen, sondern nach dem Koalitionsbruch der Grünen wechselnde Mehrheiten zu suchen. Dieter Seidel gibt dem Oberbürgermeister recht, die Idee, keine CDU, sei falsch. Wenn ich mich nicht aus der bestimmten Rolle verabschieden will, dann muss ich auch die Bereitschaft haben, mit anderen demokratischen Parteien in Gespräche, in Verhandlungen einzutreten, auch in Koalitionsgespräche. Und das ist von der Partei Linken obligatorisch, prinzipiell abgelehnt worden. Alte Flügelkämpfe, die jetzt aufflammen. Keine guten Voraussetzungen für Isabel Karkwil, 38 Jahre alt. Die Gewerkschafterin will sich zur Wahl stellen als SPD-Kandidatin für das Oberbürgermeisteramt. Dabei hatte sie zunächst gezögert. Wir fordern immer, dass junge Frauen, dass junge Mütter in solche verantwortungsvollen Positionen kommen. Und wenn wir gefragt werden, sagen wir nein. Und das hat für mich auch ein Stück weit eine Vorbildfunktion, was ich hier mache, zu zeigen, nein, das geht, das kann man machen. Man kann sich hinstellen und sagen, das mache ich, ich werfe meinen Hut in den Ring. Die Kür zur offiziellen Kandidatin steht am 12. Oktober an. Die Basis entscheidet und einig ist man sich nur über eines, dass man nicht einig, sondern ziemlich zerstritten ist. Ja, Großherzog von Baden, Gloria Mundi, Schafsnase. Diese Sorten hängen an den Apfelbäumen. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Aber der Apfelexperte, der Pomologe, dem diese Streuobstwiese gehört, schon. Und den besuchen heute unsere Streuobstwiesenretter, die wir schon die ganze Woche hier in der Hessenschau begleiten. Und es geht heute um die Bienen, die ja so wichtig sind für solche Wiesen. Reif sind sie und süß, von vielen Wochen Sonne und Hitze. Werner Nussbaum hat diese Gemeindewiese in Schöneck geplant und angelegt in seiner Zeit als Gärtner bei der Gemeinde. Hier wachsen 10 verschiedene alte Apfelsorten.
Die diesjährige Apfelernte hat alleine schon mal durch die Trockenheit damit zu kämpfen, dass es eben die Früchte kleiner bleiben als normal. Ja. Was noch mitspielt, sind halt teilweise Sorten eben die Hitze nicht mehr so gut vertragen und vorzeitig den Fruchtfall einleiten. Ja. Sodass wir teilweise die Früchte dann unter dem Boden liegen haben, wie gesät. Das ist nicht gut. Im September und Oktober ist Werner Nussbaum ständig unterwegs, zum Teil in ganz Deutschland, um Apfelsorten zu bestimmen. Der 68-Jährige ist ein renommierter Pomologe. Meine Apfelleidenschaft stammt eigentlich von meinem Opa, ja, weil der Opa selbst auch Streuobst gehabt hat und hat dann im Keller die Äpfel auf dem Ernteregal, hat er die richtig in Reihen Glied hat er die hingesetzt, ja, und wir sind morgens in die Schule beim Opa vorbei. Da hat die Oma schon im Hof gestanden, Schrei Brot geschnitten, Butter drauf. Ja. Hier, ihr Bube, dass man nicht verhungert. Ja. Und dann hast du halt dem Opa gesagt, steht gerne noch einen Apfel essen. Dann ist er mit in den Keller und hat gesagt, hier, den und den könnt ihr jetzt essen, die anderen müssen noch liegen bleiben. Ja. Und da muss ich ein bisschen anwegredet haben. Franz und Felix kommen heute mit ihrer ersten Ernteausbeute und wollen wissen, was auf ihrer Streuobstwiese für Sorten wachsen. Das kann man erst am Apfel erkennen und auch das ist nicht so einfach. Eine Aufgabe für den Profi. Ja, scheint es interessant zu werden. Ja, ist eine hessische Lokalsorte. Das Anhalte. Ist interessant auf jeden Fall, um was Sortenreines zu machen als Apfelwein. Das wäre natürlich, sagen wir mal, primär auf jeden Fall eine interessante Sache. Und natürlich wollen wir es allgemein einfach wissen, was für Sorten da stehen. Und natürlich auch, ob das ein guter Mostapfel ist oder nicht. Oder ob das eher ein Speisetafelapfel ist. Und wie auch dann vielleicht dann auch jeweils das Säure- und Süße-Verhältnis ist, dass das halt dann irgendwie auch für den Apfelwein dann auch passt. So. Zusammen mit Marcel Karl, seinem Stellvertreter im Pomologenverein, werden die Äpfel anhand von Farbe, Geruch, Geschmack und Kernen bestimmt. Ja, direkt. Ja. Nennt sich Gloria Mundi oder auch Ruhm der Welt. Richtig, ja. Ja, also ich würde sagen, es ist Großherzog Friedrich von Baden. Das ist Adelsleber Karl Will. Ja, aber der Adelsleber Karl Will, den haben wir drüber auf der Wiese stehen, der ist es auf keinen Fall. Könnte es hinhauen. Gelber Bellefleur ist eigentlich extrem triploid. Kleine, kurze, knopfige Stiel. Ja. Die Schafsnase wieder raus? Nee. Das ist Range Bonapel. Ah, der Bonapel. Das ist der Range Bonapel. Ja. Die Bischofsmütze nach Zorn, diese angedeuteten fünf Höcke, ja, ähnlich wie bei Berlepsch, wo wir ja momentan drunter sitzen, ist eigentlich eine reine Mostsorte. Ja, also eigentlich prädestiniert für einen Applewein. Dass die Ernte so üppig ausfällt, liegt vor allem an den Bestäubern, den Bienen. Aber wenn die Obstbaumblüte im Frühjahr vorbei ist, gibt es für die Bienen oft keine Nahrung mehr. Die Monokulturen auf den Feldern und die vielen versiegelten Flächen nehmen den Bienen die Lebensgrundlage. Dagegen sind die hessischen Blühfeldinitiativen aktiv. Zum Beispiel hier im osthessischen Hammersbach. 6 große Felder hat Landwirt Friedrich Belger zur Verfügung gestellt, um darauf Blumen auszubringen. Denn die üblichen Blühstreifen am Feldrand, sagt er, bringen nichts. Erstmal sind sie zu schmal und dann, wenn das Feld geerntet wird, wird der Blühstreifen auch mit kaputt gefahren. Stell dir vor, der Blühstreifen ist vor einem Zuckerrübenfeld. Wenn die Zuckerrüben geerntet werden, wird das auch kaputt gemacht. Oder beim Maisfeld oder beim Kartoffelfeld. Und bei mir, beim Blühfeld, das lassen wir immer generell über den Winter stehen. Und da haben wir gleichzeitig einmal nach dem Verblühte, haben wir einmal Futter für die Tiere, für die Vögel und haben dann für die Tiere auch Deckung, Winterschutz. Finanziert werden die Blühfelder über Patenschaften für 20 Euro für 20 Quadratmeter. Wegen der Dürre sind viele Blumen schon verblüht. Aber an der Honigausbeute im Sommer kann man ablesen, wie gut es die Bienen hier haben. So, dass sie auch im nächsten Jahr wieder viele Obstblüten bestäuben werden. Ein paar Kilometer weiter in Schöneck hat Werner Nussbaum mittlerweile alle Äpfel von Felix und Franz bestimmt. Wir haben jetzt zweimal die rheinische Schafsnase haben wir identifiziert, Koks Orange, einmal ein Jonagold, der tatsächlich keine alte Sorte ist. Man hat eine bunte Mischung irgendwo auf der Wiese, es sind ein paar gute Mostäpfel dabei, die wir auf jeden Fall gut gebrauchen können. Jetzt wird es höchste Zeit, dass sie ihre Streuobstwiesen richtig abernten. Ja, und genau das machen sie und wir zeigen das morgen hier in der Hessenschau.
Und wir ernten jetzt unser dolles Dorf der Woche. Das ziehen wir aus der Lostrommel, machen das Porträt. Und unser Erntehelfer ist der Jens. So habe ich dich noch nie bezeichnet, Jens. Ne? Immer mal was Neues. Ja, irgendwann ist immer das erste Mal. Aber du hast recht. Ja, wir hoffen auf eine reiche Ernte im dollen Dorf der Woche. Und ich fange direkt mal an zu drehen. Ich habe mir übrigens vorgenommen, die Trommel heute an ihre Belastungsgrenze zu bringen. Stopp. So, das sollte reichen. Und es geht heute nach Steindorf, Ortsteil von Wetzlar im Lahn-Dill-Kreis. Liebe Leute in Steindorf, jetzt bitte mal ganz schnell anrufen unter der unten eingeblendeten Telefonnummer. Die da lautet 069 155 2490. 069 155 2490 und dann kommen wir ganz schnell zu Ihnen und besprechen, was wir da alles morgen filmen können und fahren dann ordentlich eine schöne Ernte ein. Genauso machen wir das und ganz, ganz herzliche Grüße an die Steindorfer und Steindorferinnen. Danke. Tschüss. Dieser Mann, der muss nicht auf seine Fitnessuhr gucken, die ihm vielleicht sagt, du musst noch 1000 Schritte heute laufen. Nein, der macht sein ganz eigenes, spezielles Fitnessprogramm. Er läuft jeden Tag zu Fuß zur Arbeit, 9 Kilometer hin, 9 Kilometer zurück, seit 25 Jahren. Und es war ein großer Zufall, der ihn zum Fußpendler gemacht hat. Vorbei an Feldern und Wiesen, mitten durch die Stadt. Helmut Sattlers Weg zur Arbeit in Kassel dauert jeden Tag 1,5 Stunden und sein Rückweg auch. Also 3 Stunden unterwegs, 5-mal die Woche und das seit 1997. Irgendwann lief meine Monatskarte an Ostern aus und ich hatte keine neue Fahrkarte gekauft. Vergessen. Und ich habe gedacht, na gut, jetzt musst du ins KVG-Kundenzentrum laufen, um dir eine neue Fahrkarte zu kaufen. Und da bin ich also, wie gesagt, in die Stadt gelaufen. Ich habe festgestellt, ach, das geht eigentlich wunderbar, ist wunderschön, traumhaft. Und bin dann wieder zurückgelaufen und habe dann irgendwann gesagt, du hast ja schon wieder vergessen, eine neue Fahrkarte zu kaufen. Jetzt musst du am nächsten Tag wieder laufen. Und seitdem ist es dabei geblieben. Immer die gleiche Strecke, jeden Tag. Von der Kasseler Innenstadt geht es 9 Kilometer weit zu seiner Wohnung in Niestetal. 16 Uhr, der Sachbearbeiter einer Krankenkasse startet zu seinem Heimweg. Er geht bei jedem Wetter. Obwohl es da auch Tage gibt, wo es weniger Freude macht. Wenn es jetzt nur regnen sollte, gut, dafür gibt es Regenschirm oder Regencape, das ist soweit in Ordnung. Aber wehe, es kommt zusätzlich zum Regen noch Wind dazu. Und wenn dieser Wind dann noch in böiger Form von der Seite ranpeitscht, dann wird es unangenehm. Dann kann man auch schon mal richtig nass werden auf dem Weg. Bei Glatteis kommen Spikes unter die Schuhe. Der Dauereinsatz lässt die Treter allerdings nicht alt werden. Also ich achte schon darauf, dass ich entsprechend bessere Qualität kaufe. Gute Laufschuhe, die schon halb als Wanderschuhe durchgehen. Und die halten eigentlich ein Jahr. Rechnet man nur seine tägliche Arbeitsstrecke, sind es rund 5000 Kilometer pro Jahr. Aber in seiner Freizeit wandert der 58-Jährige auch viel. Urlaub ist ja mein eigentliches Hobby. Und ich mache eigentlich immer Aktivitäten im Urlaub. Dann ist man mit Sicherheit dabei, was weiß ich, entweder Bergwandern oder wie gesagt Kanu-Safari oder mit einem Kamel unterwegs. Am Strand liegen und faulenzen, das ist überhaupt nicht meine Art. Da ist sein täglicher Weg zur Arbeit hin und zurück etwas, worüber er gar nicht mehr nachdenkt. Das ist wie ein selbstverständlicher Gang, den ich zurücklege, wie was weiß ich, jeder Mensch morgens auf Toilette geht, sich Zähne putzt. Da überlegt man auch nicht, warum, wieso, weshalb tue ich das und muss das sein. Und es gehört einfach mit dazu. Helmut Sattler aus Niestetal, ein Wanderer aus Leidenschaft. Und seine täglichen 18 Kilometer zur Arbeit und zurück halten ihn fit. Da braucht er am Abend daheim nicht noch mal über Sport zur Entspannung nachzudenken. Das stimmt absolut. Einmal auftreten im großen HR-Sendesaal vor großem Publikum, Hunderten von Leuten. Dafür trainieren gerade Schülerinnen und Schüler aus Hessen und sie werden unterstützt von unseren Profimusikern. Das Adrenalin, das steigt so langsam, denn der große Auftritt kommt immer näher. Die Bläser des großen Orchesters der Liebig-Schule in Gießen heute Vormittag beim letzten Coaching mit Sebastian Berner. Solotrompeter im HR-Symphonieorchester.
Ich will mal hören, wie leise ihr spielen könnt, ist 115, okay? Ja. Nur mal den ersten Ton, leise. 3. Ihr habt da reingehört wie die Blöden. In den vergangenen Monaten haben Musiker des Haier Sinfonieorchesters regelmäßig drei hessische Schulorchester besucht, um die Schüler fit zu machen für ihren großen Auftritt im HR-Sendesaal. Es gibt ein Ungleichgewicht, wenn ihr ihr müsst ziehen, bam. Hier wird nicht nur darauf geachtet, dass die Stellen laufen, hier wird eben auch mehr auf die Dynamik geachtet und dass es im Großen und Ganzen noch besser klingt. Also es geht nicht nur darum, durchzukommen, sondern auch schön durchzukommen. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt nicht nur uns was fürs Konzert bringt, sondern auch noch weiter darüber hinaus für die nächsten Jahre, die wir im Schulorchester noch spielen können. Und, aber besonders natürlich für das Konzert am Samstag, wo wir dann zeigen können, was wir gelernt haben. Coach in Concert soll junge Menschen für klassische Musik begeistern und die Schülerinnen und Schüler in ihrer musikalischen Entwicklung fördern. Das ist einfach Zukunftsarbeit, die man da macht. Weil die Leute gehen dann hoffentlich ins Konzert und haben irgendwie, sind musikaffin und so. Das finde ich super wichtig, dass man da Leuten irgendwie was mitgibt, weil es ist einfach eine fantastische Welt, die Musikwelt. Mit den Musiklehrern der Schule wird heute auch noch mal mit dem kompletten Orchester geprobt. 65 Schüler, alle hochmotiviert. Die Schüler sitzen auf der Stuhlkante und die haben sich mords konzentriert. Das ist zur Nachmittagszeit, wo wir proben, oft eher schwierig. Und das waren so Sachen, wo man einfach schon an der Körperhaltung und am Einsatz gesehen hat. Das war ein besonderer Wert für die und das war nicht selbstverständlich. Ihren großen Auftritt haben sie am Samstag beim Konzert im HR-Sendesaal in Frankfurt. Ab 19 Uhr. Eintritt 17 Euro für Erwachsene. Ja, jetzt spielt hier bei uns im Studio wieder die Musik. Aber keine Angst, der Martin spielt nicht Posaune oder singt auch nicht. Nein, die Hessenschau. Ich sage nur noch, um 21:45 gibt es noch mal die letzte Hessenschau des Tages. Ihnen einen schönen Abend. Ja, jetzt gibt es noch um 19:45 Alles Wissen mit Thomas Ranft. Und jetzt die Wetteraussichten. Tschüss.